Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu Die Deutsche Wirtschaft TV. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung der Reihe über die großen Familienunternehmen in Deutschland. Denn die deutsche Wirtschaft hat ja in einem vielbeachteten und exklusiven Ranking die 1000 größten Unternehmen in Familienhand ermittelt. Und Sie werden in dieser und in den folgenden Sendungen erfahren, wer diese Unternehmen sind. Und wir werden hier im Studio mit Unternehmern aus diesem Ranking über Fragen der Familienunternehmen diskutieren. Und mit mir im Studio ist aus unserer Redaktion Natascha Wiese. Natascha. Hi Michael. Hallo. Du wirst uns unterstützen während dieser und in den anderen Sendungen mit Analysen und Ergebnissen aus dem Ranking, die du uns interaktiv präsentieren wirst. Was haben wir denn zu erwarten? Ja, das ist eine ziemlich spannende Nummer, finde ich jetzt persönlich. Und das werden Sie zu Hause garantiert auch so sehen. Denn Familienunternehmen unterscheiden sich natürlich auch von den großen Konzernen. Das ist ganz klar, denn sie sind zumindest mehrheitlich im Eigentümerbesitz. Und deswegen ist auch die Art und Weise, wie solche Familienunternehmen agieren, ein bisschen unterschiedlich zu den ganz großen Konzernen. Ja, denn teilweise sind sie schon seit Generationen oder sogar schon seit Jahrhunderten existent. Und der Unternehmer, der momentan aktiv ist, möchte natürlich an die nächste Generation das Beste weitergeben, ja, ein gesundes Unternehmen weitergeben. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, wie das funktioniert. Und wir von der Redaktion von Die Deutsche Wirtschaft haben also 1000 Unternehmen ermittelt. Ja, und wir können da auch schon mal einen Blick drauf werfen, nämlich auf der Homepage diedeutschewirtschaft.de. Da ist unser Ranking angefangen, jetzt hier unten von Platz 100. Das ist eigentlich wahnsinnig spannend. Also je tiefer die Zahl geht, ja, also wenn wir auf Platz 1000 sind, desto spannender ist es denn eigentlich. Was sind das für Unternehmen? Wie lange existieren die eigentlich schon? Und so weiter und so fort. Da werden wir natürlich innerhalb der nächsten Sendung noch ein genaueres Auge drauf werfen. Ganz oben in unserem Top-Ranking, ja, da finden sich natürlich auch die ganz großen Namen wieder, die man auch so kennt. Ja, unter anderem hier zum Beispiel die Volkswagen AG oder auch die BMW Group, die Schwarz-Gruppe oder natürlich auch Aldi. Aber da werfen wir natürlich dann später noch mal einen genaueren Blick drauf. Da freuen wir uns drauf. Kommen wir nachher zu dir zurück. Vielen Dank schon mal soweit. Sehr gerne. Und verehrte Zuschauer, wie gesagt, wir sind nicht allein im Studio, sondern wir haben Unternehmer aus dem Top 1000 Ranking und Experten dabei. Und wer das ist, das stellen wir Ihnen jetzt vor. Frau Professor Dr. Ulrike Detmers, Ihr Unternehmen, die Mestemacher-Gruppe aus Gütersloh, backt Vollkornbrot und Pumpernickel. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Und das so erfolgreich, dass das Unternehmen tatsächlich auch in den Top 1000 der größten Familienunternehmen zu finden ist. Doch Professor Detmers ist darüber hinaus eine leidenschaftliche Kämpferin für ein neues Denken in den Unternehmen. Unter anderem kürt sie alljährlich den Spitzenvater des Jahres. Was das ist, werden wir nachher erfahren. Sefci Ates ist eine der renommiertesten Beraterinnen für Unternehmen. Immer wenn es darum geht, Neues zu schaffen und Organisationen zu erfolgshungrigen Teams zu formen, ist sie gefragt. Mit ihrem selbstentwickelten Verfahren Working Spirit gelingt es ihr, Ströme von Leistungsenergie abzubilden und diese für Mensch und Organisation zur Ergebnissteigerung zu nutzen. Wir sind gespannt, was das wohl bedeutet. Dr. Hubertus Porschend ist Chef der Kölner Digitalberatung App Arena und damit eng vertraut mit den digitalen Herausforderungen, denen sich auch die traditionsreichen Familienunternehmen in Deutschland gegenübersehen. Als Bundesvorsitzender des Verbandes Die jungen Unternehmer vertritt er zudem kraftvoll die Interessen einer neuen Unternehmergeneration. Aufsehen erregte er zuletzt, als er im Vorfeld der Brexit-Abstimmung mit Unternehmerkollegen Bratwürste in London verteilte. Geholfen hat es bekanntermaßen nichts, aber viel Erfahrung hat er und seine Unternehmerkollegen mitgebracht. Ja, willkommen in unserer Runde hier im Studio. Wenn es ein Oberthema geben könnte für unsere heutige Sendung, dann ist es sicherlich, könnte man es auf den Begriff bringen, Neues wagen. Denn Sie alle, die wir eingeladen haben, stehen in Ihren jeweiligen Bereichen für die Erneuerung, für Unternehmen. Und mit Ihnen würde ich gerne anfragen, Frau Professor Detmers, ist denn die Gefahr, gerade bei traditionsreichen, vielleicht auch besonders erfolgreichen Familienunternehmen da, dass man beginnt, sich auf den Lorbeeren auszuruhen? Ist das etwas, was Sie aus Ihrer Erfahrung bestätigen können? Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wenn es den Leuten zu gut geht, dann meinen sie, der Erfolg kommt von selbst. Und das ist nicht so. Wir müssen im Grunde genommen, so ist jedenfalls meine langjährige unternehmerische Erfahrung, tagtäglich von Neuem für den Erfolg kämpfen. Wir müssen als Jägerinnen, als Jäger tätig sein. Wir brauchen aber auch natürlich diejenigen, die ein bisschen ruhiger es angehen lassen. Wir brauchen die gesunde Mischung. Wir brauchen die Männer und Frauen, die Innovationspotenziale generieren, die sagen, das ist meine Vision, da will ich hin. Und dann auch mit Innovationskraft und mit Innovationsüberzeugung die anderen mitnehmen. Wichtig ist, dass
mitnehmen. Wir brauchen keine patriarchalischen Unternehmer der alten Köpfe, der alten Traditionen in dem 21. Jahrhundert, sondern wir brauchen Männer und Frauen in der obersten Leitungsebene im Team, die sich befruchten und die für Gewinne kämpfen, aber auch natürlich, das ist für mich gleichrangig, für den Erhalt von Arbeitsplatzsicherung und für den Ausbau von Arbeitsplätzen. Das ist mir selber auch als Unternehmerin ein unglaublich wichtiges Also keine Erbhöfe, das nee. Unternehmen ist erfolgreich seit 50 Jahren und deswegen wird es auch die nächsten 50 Jahre erfolgreich sein. Überhaupt nicht, aber die Gefahr ist da, das sage ich Ihnen, dass die Leute meinen, wir können eine ruhige Kugel schieben. Ja. Da müssen sie straff führen. Ich sage immer, und locker zugleich. Mhm. Zuckerbrot und Peitsche ist für mich immer noch die beste Führungsmethode. Ja, ja. Frau Attes, was können denn die Gründe sein, warum so etwas, so eine Tendenz sich entwickeln kann, im Unternehmen zu erlahmen? Wie ist das aus Ihrer Praxiserfahrung? Ja, erstmal bin ich beruhigt, Unternehmer und Unternehmerinnen kennenzulernen, die aus meiner Sicht schon verstanden haben, was es geht. Von daher kann ich das nur bestätigen. Was ich erlebe, ist in Konzernstrukturen insbesondere, dass die Größe einer Organisation in sich schon erlahmend sein kann. Meine Erfahrung ist, dass teilweise 20-30% der Zeit, der Energie und der Ressourcen teilweise darauf verwendet werden, in einem System, ich sag mal, Networking und Seilschaft in Anführungsstrichen zu pflegen. Da gibt es also wirklich ganz dubiose Geschichten. Zudem ist es so, dass wir in Deutschland, glaube ich, nach wie vor sowohl im Fußball, in dem ich tätig bin, aber auch in Unternehmen noch sehr starkes Hierarchiedenken haben und auch Hierarchieebenen. Wir Deutschen neigen dazu, uns dem noch immer irgendwie unterzuordnen und das erlahmt natürlich Prozesse und Dynamiken. Und auf der anderen Seite als Erfolgsberaterin ist für mich wichtig zu gucken, wo ist die strategische Ausrichtung. Und das ist teilweise erschreckend, dass nach wie vor es ganz oft in Organisationen keine einheitliche strategische Ausrichtung vorhanden ist. Und wenn sie da ist und Sie mal Mitarbeiter fragen, was ist denn die Strategie der Organisation, wo soll es denn hingehen, da bekommen Sie entweder keine Antwort oder wilde Antworten oder viele Antworten. Also gepflegtes Chaos. Herr Dr. Porschen, jetzt gibt es aber neben diesen quasi innerbetrieblichen Gründen, warum Erneuerung notwendig ist, gibt es natürlich auch äußerliche Faktoren. Und Sie sind ja ein Fachmann, einfach auch durch Ihr Unternehmen, für den Digitalbereich. Und was kommt da auf unsere Unternehmen zu? Also was sind das für äußere Impulse, die Erneuerung nötig machen in unseren Unternehmen? Ja, da rollt gewaltig was auf uns zu, gar keine Frage. Und auf der einen Seite geht es um Strategie, es geht um Organisation, es geht um Prozesse. Das ist an und für sich nichts Neues. Damit müssen Unternehmen sich schon immer auseinandersetzen, sich dort zu reorganisieren. Aber was jetzt dazu kommt, ist eine komplett neue Technologie, die auf uns zurollt. Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen ein ganz anderes Zusammenspiel auch von Daten und erfordern auch von Unternehmen ganz andere Kompetenzen, als sie bisher da waren. Traditionelle produzierende Unternehmen müssen vielleicht ein Stück weit zu Tech-Unternehmen transformieren. Und das ist irrsinnig spannend. Daraus ergeben sich neue Geschäftsmodelle. Ja, schauen Sie sich den traditionellen Handel an, der in verschiedenen Stufen abläuft. Auf einmal gibt es den Direktvertrieb übers Internet, womit sich vielleicht auch das schraubenproduzierende Unternehmen beschäftigen muss. Also das ist irrsinnig spannend. Und über all dem steht für mich aber trotzdem noch der Aspekt der Kultur. Ja, wenn ich die Digitalisierung auch schaffe, auf meine Unternehmenskultur, auf meine Führungskultur zu übertragen und meine Mitarbeiter mitnehme, dann kann das Ganze sehr erfolgreich werden. Ja, das ist eine spannende Herausforderung, dann gerade für die auch alteingesessenen Familienunternehmen. Und wäre vielleicht an der Stelle ganz interessant, mal zu sehen, wie alt sind eigentlich die Unternehmen, jetzt zumindest zum Beispiel aus dem Ranking der 1000 Größten. Natascha, was hast du da für Zahlen für uns? Ja, und das ist in der Tat sehr, sehr spannend, denn das durchschnittliche Gründungsjahr ist 1921 und das zeigt natürlich auch, wie traditionsreich die Familienunternehmen in unserem Ranking sind. Und da ist an Platz Nummer 1 eine beachtliche Zahl, nämlich 1364. Da hat die Chefgruppe ihren Ursprung und sie haben eigentlich angefangen mit Schmieden. 1920 orientierte sich die Familie dann um und startete in Sulzdorf, das ist in der Nähe von Schwäbisch Hall, mit einem Handel und einer Reparatur.
Werkstätte für Landmaschinen und da sind sie dann quasi auch geblieben. Das Unternehmen hat mittlerweile rund 1700 Mitarbeiter und hat sich spezialisiert auf Bagger, Radlader, Umschlag- und Tunnelmaschinen sowie auch Gabelstapler. Wir werfen noch mal ganz kurz einen kleinen Blick auf die Homepage und hier sieht man zum Beispiel eins der ersten Werkzeuge, die das Unternehmen hergestellt hat. Mittlerweile hat sich das Unternehmen auf neuere Technologien spezialisiert, investiert da also sehr viel Geld und wir können gespannt sein, was die nächsten 100 Jahre dort passieren wird. Wir werfen noch mal einen Blick zurück auf unser Ranking und sehen hier auf Platz Nummer 2 unserer 1000 Familienunternehmen das im Jahr 1467 gegründete Unternehmen aus Freital, die BGH Edelstahlwerke GmbH. Und die haben sich eigentlich auch auf das Schmieden von Werkzeugen spezialisiert und setzen sich aber auch mittlerweile für neue Technologien ein. Und auch da dürfen wir natürlich gespannt sein, was weiterhin passieren wird. Auf Platz Nummer 3 ist das 1491 gegründete Eder Familien Holding GmbH Unternehmen aus dem sehr schönen Ort namens Tundenhausen. Und die haben ihren Ursprung in der Landtechnik. Ich habe hier mal die Homepage aufgemacht für Sie. Man sieht da schon Trecker und alle möglichen Maschinen, die man für den einen landwirtschaftlichen Betrieb braucht. Das Unternehmen hat so viele verschiedene Schritte durchgemacht, dass ich gar nicht jeden einzelnen erklären kann. Also ich kann aber sagen, dass sie 1967 um den Verkauf von Automobilen erweitert worden sind und mittlerweile auch über 50 Einzelbetriebe in den verschiedenen Geschäftsfeldern haben. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist zu sagen, ist, dass die beiden Brüder, nämlich Josef und Peter Eder, die Geschäfte der Eder Holding immer noch weiterführen und das ausschließlich im Familienbesitz. Ja. Das war es jetzt erstmal von mir, von den Top 15 jüngsten Unternehmen und auch den traditionsreichsten. Und damit gebe ich zurück zu dir, Michael. Ja, Herr Dr. Porschen, wenn man sich das jetzt anschaut, dass die Unternehmen ja da teilweise seit Jahrhunderten aktiv sind, beruhigt einen das eigentlich, weil man sagt, na gut, dann haben sie sich so oft schon neu entwickelt, dann wird das in der Zukunft auch noch funktionieren? Oder würden Sie sagen, dass die digitale Disruption, über die Sie eben gesprochen haben, ganz andere Qualität ist? Also, dass es sein kann, dass da auch ganze Industriezweige vielleicht wirklich auch in Mitleidenschaft geraten. Was ist Ihre Meinung? Ich glaube, erstmal ist es ein riesiger Asset, den wir haben, dass wir Unternehmen haben, gerade in Deutschland, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte am Markt gehalten haben, als Hidden Champions oder als Weltmarktführer präsent sind, noch existent sind. Das ist schon mal eine tolle Leistung. Heißt aber nicht, dass man jetzt einschlafen darf und eine ruhige Kugel schieben darf, sondern man muss sich eben dieser globalisierten Welt und diesem Wettbewerb, der jetzt nicht mehr nur regional stattfindet, sondern überregional, dem muss man sich stellen. Und da muss man sein Unternehmen wettbewerbsfähig aufstellen. Von daher würde ich die Frage schon damit beantworten, ja, da kommt was Neues auf uns zu. Wir müssen uns auf einmal mit einem Unternehmen aus China vielleicht messen. Ja, oder mit einem Mobiltelefonhersteller plötzlich anfängt, Autos zu bauen aus den USA. Absolut, genau. Geschäftsmodelle ändern sich. Ein tolles Beispiel dafür ist Amazon. Ja? Online-Buchhändler oder als Online-Buchhändler gestartet, verschiedene Stufen durchlaufen, ja? Erst ein Marktplatz geworden und jetzt ist Amazon irgendwo auch ein Logistikanbieter. Mhm. Ja? Also die machen ganze Branchen auf und disrupten die. Ja? Das ist schöpferische Zerstörung, wie man das vielleicht auch von Schumpeter kennt. Ja? Das ist eine Riesenchance, aber man muss auch wachsam bleiben. Werden Sie auch disrupt, Frau Professor Detmers? Nein, im Ernst die Frage. Sie produzieren Pumpernickel. Das ist ein Verfahren, was nun auch schon Jahrhunderte so ist und mal auf wahrscheinlich absehbare Zeit, bis es irgendwann den 3D-Drucker für Lebensmittel gibt, auch so weiter. Oder betrifft Sie die Digitalisierung auch? Die Digitalisierung betrifft uns absolut. Ich selber steuere weil ich sehr viel auch unterwegs bin und mehrere Arbeitsplätze habe, an denen ich tätig bin und mein Team trotzdem zur effizienten Arbeit steuern muss. Ich arbeite mit iPad und iPhone und steuere damit mein gesamtes Unternehmenskonglomerat, was easygoing möglich ist. Ja, man muss es einfach nur gelernt haben. Und in Produktion oder Vertrieb? Jetzt kommt, genau, das wollte ich noch sagen. Unsere Produktion, natürlich setzen wir auch da, wo schwere körperliche Arbeit ersetzbar ist, setzen wir Roboter ein. Ja, es wird immer schwieriger zum Beispiel für die Bäckerei, wo schwere Formen getragen werden mussten in der Vergangenheit, ausgeschüttet werden mussten, da Arbeitskräfte zu finden. Also setzen wir dort auch durchaus Roboter ein und ersetzen damit menschliche Arbeit durch Maschinen und
setzen die Menschen, die ersetzt werden durch Maschinen, an andere Menschen gerechtere Arbeitsplätze. Ja, wir entlassen nicht, wir setzen um oder versetzen. Aber Digitalisierung spielt für uns in der Technik, in der Logistik eine unglaublich wichtige Rolle. Nun sind das ja tatsächlich auch komplexe Entwicklungen. Sie haben es beschrieben, also nicht nur Verbesserungen oder Effizienzsteigerungen, sondern manchmal auch, dass man so ein Geschäftsmodell komplett neu überdenken muss. Und das ist ja schon, kann ich mir vorstellen, eine große Herausforderung für Familienunternehmer, dann quasi ja Zeit ihres Lebens, diese Erneuerung voranzutreiben. Eine andere Möglichkeit, was ja viele große Familienunternehmen machen, ist der Einsatz dann von fremdfamiliären Geschäftsführern. Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Was sind die Chancen, was sind die Risiken? Also wenn Sie wachsen, kommen Sie ja, müssen Sie ja auch mit Fremdgeschäftsführerinnen und Geschäftsführern zusammenarbeiten. Ja, Sie können ja nicht alles selber machen. Sie teilen ja Ihre Arbeit auf, mehrere Köpfe auf. Wichtig ist eine klare Ressortabgrenzung, eine klare Aufgabengebietsbeschreibung und eine klare Richtliniendefinition, was die Unternehmenskultur anbelangt und eben die Interaktion. Das heißt, wie wird geführt? Das muss man klar richtig definieren. Wird das sowas und das wird schriftlich und dann muss man das auch kontrollieren und muss sich berichten lassen. Ja. Frau Attes, ist das quasi mustergültig, einen solchen Ansatz zu haben? Oder was kann man tun, eben um Teams, um auch Führungskräfte zu bewegen, Neues zu wagen? Also es hört sich auf jeden Fall mustergültig an. Es ist so, dass ich das in Unternehmen oft höre und sehe und dann an wunderschönen Tafeln auch irgendwo hängt. Ich war letzte Woche in einem Unternehmen, da habe ich gesagt, wo ist denn das Leitbild? Und er sagte, wir haben es jetzt abgehängt, es hat keinen Sinn mehr gemacht. Und ich finde, Kultur ist ja was Gelebtes, was sich widerspiegeln muss im Verhalten und im Umgang. Also ich habe ja ein System entwickelt, Working Spirit. Also Kultur ist etwas, was man sehr gut mitbekommt und auch erfahren und spüren kann. Und wenn das gelebt wird, ist es eigentlich das beste Instrumentarium. Und dann nivelliert sich auch manchmal ein Stück weit auch Controlling. Also ich bin ein großer Freund, natürlich Dinge zu evaluieren. Aber das gelebte Instrumentarium ist das Allerwichtigste. Hat sich denn was geändert eigentlich in der Art und Weise, wie man Teams begeistern kann, worauf die reagieren? Also früher haben Sie ja beide eben schon gesagt, ist das eher mal hierarchisch gewesen oder war das auch klar, da sagt einer was, das wird gemacht und gelten da jetzt andere Spielregeln? Also Teams heutzutage, und das ist glaube ich die Riesenchance auch der Digitalisierung, es geht nicht nur um eine neue Technologie, sondern es geht um einen neuen Mindset, der entsteht. Und früher war, Sie nicken so schön, früher war zum Beispiel das Autobesitz oder mit 18 ein Auto haben, das war erstrebenswert. Mhm. Heute weiß man, dass Autofahren oder ein Auto besitzen überhaupt gar nicht mehr wirklich ein Wert ist. Also sprich, ich verkürze das, Geld und Karriere ist bei weitem nicht mehr so der Treiber. Geld und Karriere, ja, sehr gerne, wenn es ein Teil meiner Persönlichkeit ist, wenn es mein Lebenskonzept passt und wenn es mir die Möglichkeit macht, im Team gemeinschaftlich Sinn zu stiften und Wertschöpfung zu generieren. Dann fragen wir doch mal jemanden, der es wissen muss, nämlich so aus der Generation. Ist das eigentlich so? Also vor allem würde mich jetzt interessieren, ist es so jetzt auch bei Mitarbeitern, dass da andere Sinngebung auch gefragt ist, außer vielleicht das Auto und ein besonders guter Parkplatz gehört nämlich auch noch dazu, ja. Besonders weit vorne. Mich würde interessieren, gibt es auch eine andere Arbeits- und Lebensauffassung bei den jungen Unternehmern, bei den nachwachsenden Unternehmern? Oh, das weiß ich so nicht. Es gibt, egal ob jung oder alt, sicherlich unterschiedliche Lebenskonzepte. Was ich so spannend finde und was mich so inspiriert, das ist eigentlich der Austausch, der stattfindet zwischen jung und alt, zwischen manchmal innovativ und erfahren. Also Familienunternehmerverband, ne? Über genau. Den reden wir gerade, weil da ja auch diese Gruppierung ist. Einmal junge Unternehmer und dann genau. Normalen. Ja, das ist sicherlich was uns auszeichnet, was ein Riesenasset ist. Man kann sich austauschen. Als junger Mensch hat man wilde Ideen, wird aber dann manchmal auch gezügelt, kann von Erfahrungen profitieren, von Menschen, die vielleicht ein Unternehmer sein, schon seit 30, 40 Jahren machen und schon in der zweiten, dritten, vierten Generation das machen. Und umgekehrt aber genauso. Wir können Inspiration geben und Impulse geben, innovativ sein, auch ein bisschen frecher sein, sicherlich noch ein bisschen mehr ausprobieren im jungen Alter. Also das ist schon sehr, sehr sinnstiftend für beide. Frau Professor Dedmers, wenn wir jetzt schon reden über Mitarbeiter und über Fachkräfte, dann gibt es ja einen Bereich der Menschheit, den wir da nicht ausklammern dürfen, das sind nämlich die Frauen.
Und mich würde interessieren, Sie sind da sehr engagiert, auch in diesem Bereich, auch in die, praktisch in Ihrem eigenen Unternehmen. Welche Modelle gibt es eigentlich, die funktionieren, sodass Frauen in Führungspositionen, aber auch als Mitarbeiter eingebunden werden können? Aber dass wir auf der anderen Seite aber auch Modelle haben, die trotzdem Familienplanung erlauben, sonst wird es mit unserer demografischen Entwicklung ja auch nicht positiv weitergehen. Was machen Sie da in Ihrem Unternehmen? Was sind Ihre Erfahrungen? Also zunächst erst einmal ist der Dreh- und Angelpunkt der Mann, der Partner. Das heißt, wer voll erwerbstätig oder für eine bestimmte Phase jetzt teilerwerbstätig sein möchte als Frau und Familie und Beruf vereinbaren möchte, der muss sich erstmal einen richtigen Mann suchen. Ein Mann, der sagt, ich will Karriere machen, du, sobald die Kinder da sind, wirst den Haushalt und die Kindererziehung übernehmen, der, wenn Sie diese Mentalität als beim Mann haben, dann wird es für die Frau schwer. Das heißt, Sie brauchen im Grunde genommen einen emanzipierten Partner, einen emanzipierten Mann. Damit beginnt das Ganze. So, jetzt komme ich zu den Instrumenten als Unternehmerin. Was wir anbieten, ist alternierende Telearbeit. Das heißt, für Männer wie für Frauen. Ich denke immer in der Kategorie Mensch und immer in den Kategorien dann Frau und Mann. Also ich denke nicht nur, der Mann ist der Macher und die Frau ist die Hausfrau, sondern beide haben das Potenzial und werden gebraucht als Macherin und Macher. Jetzt zu diesen Modellen. Alternierende Telearbeit. Das heißt, Sie legen ganz klipp und klar fest, wann ist die Präsenzpflicht da? Welche Ziele sind erreichbar. Das heißt, Sie geben klare Aufgabengebietsbeschreibungen vor. Sie sagen, das ist mein Ziel, das ich erreichen möchte. Den Auftrag gebe ich Ihnen. An den Tagen sind Sie präsent, an den anderen Tagen können Sie zu Hause arbeiten. Das heißt, das nennt man alternierende Telearbeit. Das muss aber auch alles klar definiert sein. Jetzt doch nur eine Nachfrage. Sie verleihen bei diesem Thema Frau und Mann unter anderem seit vielen Jahren den Preis Spitzenvater des Jahres. Ganz uneigennützig, aber das würde mich schon auch selber interessieren. Womit wird man Spitzenvater des Jahres? Das müssen Sie uns erklären. Das ist ein Mann, der jährlich, es sind insgesamt ja zwei Männer, die wir prämieren seit 12 Jahren jetzt, die genau das leben, was ich favorisiere, nämlich eine partnerschaftliche Ehe. Das heißt, der Mann fördert die Frau und bei ihrer Karriere Umsetzung, engagiert sich im Haushalt, engagiert sich in der Kinderbetreuung, nicht erst ab 12, wenn das Kind sozusagen ein gewisses Alter hat, sondern wenn das Kind geboren wird, ist der Vater präsent. Und wir sind ja auch Unterstützer des Elternzeitmodells. Das ist der emanzipierte Mann, der diese alten traditionellen Erwartungen, die an ihn gerichtet werden, die an meinen Schwiegervater gerichtet wurden, zum Beispiel, abstreift und sich frei macht und sagt, ich bin selbstbewusst, ich verstehe es als selbstverständlich, dass ich mich mit meiner Frau gemeinsam um die Familie kümmere und aber auch meine Karriere mache und meine Frau auch. Natürlich kann man dann dazu noch familienergänzende Dienstleister reinholen. Heißt ja nicht, dass der Mann jetzt zum Hausmann werden muss. Das meine ich nicht. Aber er engagiert sich und er will auch die Kinder mit aufwachsen sehen, was den Kindern auch sehr gut tut. Ja, also Herr Dr. Posch, ne, das, glaube ich, Bewerbungsfrist ist ja dann alljährlich. Ne? Da können wir ja nochmal schauen. Ich würde gerne, also wir sehen ja, es kommt viel auf die individuellen persönlichen Impulse im Unternehmen an, aber es gibt auch, das müssen wir streifen, natürlich auch die Frage, was tut eigentlich der Staat dafür von seinen Rahmenbedingungen her, dass die Erneuerungsfähigkeit unserer großen Unternehmen und der mittelständischen Unternehmen gegeben ist. Würden Sie sagen, die Politik, die diese Regeln vorgibt, hat das schon exakt auf dem Schirm, was eigentlich nötig ist, um Innovation nach vorne zu treiben? Brauchen wir da überhaupt Reglementierung? Was sagt der Verbandsvorsitzende, der jungen Unternehmer? In keinster Weise, würde ich ganz klar sagen. Also den ordnungspolitischen Ansatz, den ich sozusagen gelernt habe, dem wird der Staat im Moment in keinster Weise gerecht. Wenn wir uns mal das Thema Digitalisierung beispielsweise anschauen,
da kann man es ja ganz konkret machen und mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Ja? Was passiert mit dem Thema Breitbandausbau in Deutschland? Was ist mit dem Thema flächendeckendes WLAN, was wir haben? Mhm. Was ist mit dem Thema digitale Verwaltung? Ja, sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und das ist so auch der Eindruck, den ich persönlich habe. Politiker lassen sich gerne mit jungen Gründern ablichten und sind in schnieken Büros und machen Selfies und twittern und sind auf Facebook, aber das hat ja mit Digitalisierung nichts zu tun. Mhm. Sondern wenn ich was über Digitalisierung erzähle, dann muss ich ja als Vorbild vorangehen. Ob ich das im Unternehmen mache, als Berater, aber auch als Politiker. Und das Thema digitale Verwaltung beispielsweise würde uns so viele Möglichkeiten bieten, wie wir Prozesse vereinfachen können, ja? Gründungsprozesse. Und das passiert in gar keinster Weise. Also Innovationskultur auch in Verwaltung und Politik ist ein ganz, ganz spannender Gedanke. Frau Artes, wenn wir das jetzt so sehen, dass es auf politische Dinge ankommt, aber viel auch auf die eigenen dynamischen Impulse der Unternehmer, so ein bisschen so als Schlussfrage auch. Stimmt Sie das zuversichtlich? Würden Sie sagen, die Unternehmen werden diese Erneuerungsfähigkeit tatsächlich haben? Wir haben ja heute erfahren, sie sind ja teilweise schon ganz alt. Werden die auch noch in 100 Jahren erfolgreich sein? Oder was ist da so Ihre Erfahrung auch? Ich meine, Sie werden ja gebraucht in Unternehmen, deswegen scheint es ja da auch ein Potenzial zu geben. Zum Glück. Aber wie ist da so Ihre Stimmung? Eher optimistisch, pessimistisch? Grundsätzlich auf jeden Fall optimistisch. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben in Deutschland einen ganz starken Mittelstand und auch Konzerne, die über Jahre, Jahrzehnte gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, Entwicklungen auch mitzunehmen und auch zu gestalten. Mhm. Ich glaube, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo es noch mal darum geht, schneller und dynamischer zu sein. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir mehr aus dem operativen Tagesgeschäft rauskommen, Unternehmer wieder ihre Verantwortung übernehmen, wirklich Management zu betreiben, sich wirklich, ich sag mal, mit dem Kopf und dem Geist und mit allem, was dazugehört, wirklich unternehmerisch auseinanderzusetzen, auch mit dem Markt und dem Wandel und weniger in diesem operativen Tagesgeschäft wirklich absaufen und da ihre Ressourcen hinbringen. Und für mich so der Ansatz von diese Idee, nein, es ist noch nicht perfekt und optimal, das darf noch nicht auf den Weg gebracht werden, gewechselt wird mit dem Ansatz so, ja, es funktioniert und es liefert Ergebnis. Weil wenn ich komme, geht es um Ergebnis und um Performance. Und das muss nicht immer 100% perfekt sein. Und wir Menschen sind nicht perfekt und Organisationen müssen nicht perfekt sein. Und wenn wir das verstanden haben und da ein Mindset draus machen, ich glaube, dann sind wir einen riesengroßen Schritt weiter. Nach meiner Kenntnis der Unternehmer ist das ein dickes Brett, was damit Ihre Hilfe aber gebohrt werden kann. Kurze Schlussfrage auch an Sie beide, also die Perspektive uns anschauen, eher optimistisch, pessimistisch, dass die Unternehmen diesen Wandel schaffen? Total optimistisch. Ja, ja, absolut optimistisch. Das Innovationspotenzial und überhaupt das Aktivitätenpotenzial ist vorhanden und es wird gehoben. Und ich bin persönlich der Meinung, dass die Zukunftschancen, die Zukunftsperspektiven der deutschen Unternehmerlandschaft, egal ob Eigentümer geführt oder ob durch Fremdgeschäftsführer geführt, mitgeführt, sind bravourös. Mhm. Ich bin selber sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, als Unternehmer muss man immer optimistisch sein und ist das auch. Deswegen bin ich das auch. Ich glaube, wir haben ein tolles Land, wir haben tolle Unternehmen hier. Das ist ein Riesenasset, auch die produzierenden Unternehmen. Das ist überhaupt gar kein Nachteil, das ist ein Vorteil. Wenn die es schaffen, sich zu digitalisieren, ist das eine Riesenchance, die wir haben. Auch das Innovationspotenzial ist da, das zeigt die ganze Historie. Da sind noch ein paar Anpassungen notwendig, sowohl von den Rahmenbedingungen her. Gerade in der Bildung würde ich mir doch noch mehr wünschen, das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Aber am Ende gucke ich auch optimistisch in die Zukunft. Das nenne ich mal ein positives Schlusswort. Frau Preußer-Debers, Frau Artes, Herr Dr. Porschen, vielen Dank für die Runde. War eine spannende Runde, vielen Dank. Okay. Verehrte Zuschauer, auch vielen Dank für Ihr Interesse. Es geht in der nächsten Sendung weiter mit unserem Thema Familienunternehmen anlässlich des Rankings. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.